Ja. Also, ich sagte was, jetzt schließen wir das Level ab. Das hatten wir doch vorhin auch schon fast, also. Glaube ich nicht, dass wir das jetzt abschließen. Doch, doch, ich beweise es dir. Warum sagst du nichts mehr? Random. Du bist gerade irgendwie im Satz abgehackt. Ja, es gibt halt auch genug andere, die Harvestmoon gemacht haben, aber die, keine Ahnung, kam halt auch quasi nicht voran und dann, man sieht halt eben immer dasselbe nur. Und das ist halt mega dämlich dann. Ja. Dachtest du. Nee, Quatsch. Oh, verkaufen die Scheiße jetzt. Ich finde Karen übrigens nicht nur nice, weil sie jeden Pole gewinnt, ne? Ich fand die halt schon immer voll nice. Keine Ahnung. Ja, aber das war die mehrheitliche, schon immer die mehrheitliche Meinung. Okay. Anscheinend, warum auch immer. Keine Ahnung, vielleicht weil sie Alkoholikerin ist. Ja, wahrscheinlich. Dabei ist das nicht mal der Grund, warum ich die früher so nice fand. Ich fand einfach, die hat einen coolen, halt unabhängigen Charakter. Während, während viele von den anderen halt diese total schüchternen, klassischen japanischen Mädchen sind. Was ich halt irgendwie langweilig finde. Außer Anne vielleicht. Das ist doch vor allem die Mary. Ja, nee, aber die anderen halt auch ziemlich, finde ich. Keine Ahnung. Anne ist noch so eine kleine Ausnahme, weil sie halt ein bisschen, ja, Tomboy-mäßig ist. Naja. Die Mary ist auch in den Pools immer ganz hinten. Leute. Also das sind die zwei Plätze, die eigentlich immer gleich sind. Mary letzter, Karin erster. Okay, wir waren gerade 5 Sekunden still. Ja. Gut, bestes LP aller Zeiten. Ja. Muss ja doch schauen, dass ich hier das Level abschließe. Du weißt doch, still in einem LP finde ich übelst kacke. Ja. Darf ja gar nicht sein. Ich finde sowas halt scheiße. Alter! Darfst ja keine Sekunde still sein. Ja, das habe ich auch früher mal geschafft. Kannst du dich an irgendein LP entsinnen, wo ich still war? Nee, weil wenn du nichts weißt, dann sagst du einfach, hey, wir spielen Schach. Hey, komm! Es ist so ein Dreck! Ich würde da vielleicht ohne die fucking Schlange. Ja, du weißt doch, wenn ich nichts weiß zu sagen, dann sage ich doch immer, boah, Commentation for the win, meine Kommentation ist so langweilig. Ja, und es geht mir mehr auf den Sack, als wenn du nichts sagen würdest. Okay. Ganz ehrlich. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich schon. Ja, die fällt dir auch immer was einzureden, zumindest wenn du alleine spielst. Haben die zwei Sprungdinger? Also springen die einmal kurz und einmal lang? Einmal niedrig, einmal hoch? Nee, die springen immer glatt. Nee, die springen einfach random. Alle seltsam. Random, ja, aber wirklich random. BTS. Mega der Kack. Ha. Wenn du es genau wissen willst. Ja, ist es auch. Okay, dann. Alter. Alter. Holy shit. Dann. Der andere springt mega hoch. Okay. Der springt am höchsten. Okay. Muss man sich halt seine Zeit nehmen ein bisschen. Ups, die dups. Humpty Dumpty. Humpty Dumpty. Dann darüber. Und vielleicht kommen wir jetzt nochmal zum Mittelpunkt der Erde. Vor allem dadurch, dass ich halt da immer bloß eine Woche spielen habe, schaffe ich da auch irgendwie. Also, bin ich da auch irgendwie mega gut so. Also, weil ich halt wirklich mir die Zeit nehme und alles mache. So ziemlich. Ja, klar, ich glaube, wenn ich das Spiel so am Stück spielen würde, ja, dann würde es mir irgendwann auf die Nerven gehen. Naja, dann machst du halt nicht alles, was du machen kannst. So ja, quasi. Klar. Sondern. Ja, dann machst du bloß so die Basics. Aber oh so, Mann, ernsthaft? Aber so, ja. Alter. Boah, fuck. Ich mach sie mal mit einem großen Sprung. Jo. Okay, da. Backpoint, so weit waren wir schon mal. Genau, so weit waren wir schon mal. Ah, jetzt kommt der Faggot. Greift den von hinten an. Oh. Wann hinten? Oh, wow, Alter. Oh. Er hat dir einen Ellenbogen-Check gegeben. Nee, so, vielleicht. Wow, wow, wow. Das sah mega knapp aus.
Über die bin ich glaube ich mal einfach drüber gesprungen. Das ging noch. Ach, jetzt kam der Kerl. Das fand ich kacke. Ja. Gott. So denke ich mir, ist wir es ist wir haben das O eh nicht, also scheiße. Halt an. Ja, scheißegal. Ey. Okay. Hier können wir hoch. Moment, ich will erst das DK. Fuck, jetzt kommt der Kerl. Der ist triggered. Nice. Bonus-Level? Level. Was kriegen wir hier? Collector Stars. Okay, Stars. Hatten wir sowas schon mal? So ein Level? Nein. Was ist das? Das erinnert mich an die Stars collecten. Oh, erinnerst du dich an die Bonus-Level von Donkey Kong Country 1, wo man schön einfach die Tierzeichen einsammeln musste, was mega easy war, da Leben zu farmen? Nee, nice. Ich weiß eigentlich vor allem, also am besten kann ich mich irgendwie an die Bonus-Level von Donkey Kong Country Returns erinnern, weil ich da so zwei LPs gesehen habe. Okay. Ach, wir kriegen dafür eine Crown-Münze, was auch immer wir mit denen machen können. Kriegen die immer, keine Ahnung, vielleicht sind die auch bloß Collectibles, so wie Playboy-Magazine. Ja, die habe ich nie gefunden, also sehr wenig davon. Oh, fuck. Ja, ich habe sogar ein paar gefunden. So, ja, aber das ist eine der schwersten Collectibles, finde ich, weil die halt in der Welt sind, mit der du sonst nichts machst, weil die Welt so absolut langweilig ist. Ja, aber das sind auch, also... Ich hab halt ein paar sind auch auf Missionen, aber trotzdem. Bei den Missionen, ja. Bei Missionen habe ich aber einige gefunden. In so ein paar Ecken. Alter. Aber ansonsten ist das ein bisschen... Das ist so ein bisschen scheiße. Okay. Ich weiß nicht, so von den Collectibles. Sind halt irgendwie. Nein! Sind halt fast noch die besten, die halt in-game auch irgendwie einen Vorteil kriegen, wenn du jetzt ja eine bestimmte Anzahl von denen halt einsammelst. Wie zum Beispiel die Graffitis in GTA San Andreas. Je nachdem, wenn du eine bestimmte Anzahl erreichst von denen, kriegst du immer irgendwie neue Waffen. Eigentlich ganz nice so. Boah, Mann! Wie Raketen in Metroid? Ja. Ich meine, viele teilweise sind die ja Secrets in Metroid auch nur einfach Collectibles, an die du dich ran musst, weil die Raketen eigentlich ausreichen, aber. Mein, schlecht ist es nicht. Ja, das Komische an Metroid. Ja, schon. Die Sache ist in Metroid, das einzige Metroid, wo ich wirklich die Raketen großlich nutze, ist eigentlich Metroid Fusion, weil ich schon häufig genug gespielt habe. Aber an sich kann man in Metroid, da hast du eigentlich so viele Raketen, auch wenn du nicht nach Secrets suchst, findest du relativ viele. Und ah, Mann! Warum hat er dich gerade nicht getroffen? Und keine Ahnung, das war schon mal so. Wir nehmen übrigens schon 30 Minuten. Dann machen wir 40 Minuten und ich teile es in meiner Mitte. Scheiß drauf. Was ich nämlich seltsam finde, ist, dass ich in Metroid, es ist Super Metroid oder Metroid Zero Mission, eigentlich immer sparsam umgehe und immer nur den Charge verwende oder sowas, während ich in Fusion mit Raketen draufballer, was geht, weil ich weiß, dass es da viele gibt und dass ich da einfach darauf losbenutzen kann. Aber ja, selbst in Super Metroid habe ich auch, du hast halt teilweise über 100 Raketen einfach übrig, aber nutzt die nie, warum auch immer. Also, what the fuck? Da konnte man stehen! Holy shit. Alter. So, ja, mal kacke. Also, verstehst du, was ich meine? Warum nutzt man die Raketen nicht, obwohl man so viel davon hat? Ja. Weil selbst in Boss Battles nutzt man dann meistens den Charge. Ich meine, der ist auch stärker, zumindest in Fusion. In Super Metroid weiß ich nicht. In Super Metroid und Fusion ist der Charge auf jeden Fall stärker. Benutzt die meistens vor allem in den Boss Battles. Und ansonsten benutze ich die Raketen eigentlich auch nicht wirklich. Ja, das ist halt eine komische Sache, weil eigentlich sind die... Ja. Also, sagen wir mal so, du brauchst weniger Raketen als Schüsse. Nicht Charge-Schüsse, sondern halt einfach nur... Schüsse. Mhm. Ich hab das O nicht, aber das N natürlich eingesammelt. Das O hab ich verkackt. Voll die Absicht, dass ich das überhaupt eingesammelt hab. Das O hab ja ich verkackt. Brauchen wir nicht, ist nur eine Crownling-Münze. Außerdem haben wir die schon. Weil nach dem Zwischenspeicher fast wird ja alles gespeichert, eigentlich. Nein, ich dachte, ich kann da unten unter dem Warte. Ach, das ist CK fast. Er respawnt. Alter, als ob das ein NES-Spiel wäre, ne? Ja. Oh Gott. Random Kugeln? Nein! Muss auf die Biene springen.
Sprungkopf gedrückt halten, dann springst du höher, glaube ich. Ja, aber das schaffe ich nie so lang. What? Ich schaffe es nie, den so lange gedrückt zu halten und dann im richtigen Moment loszulassen. Musst du doch gar nicht. Ja. Du musst den Knopf nicht loslassen. Ja, aber dann im richtigen Moment. Ach, keine Ahnung. Der springt dann nicht so hoch. Okay. Hast du Speedrun? Ja, bitte. Er macht jetzt wahrscheinlich echt einen Speedrun. Du hast die zwei Bananen vergessen. Oh. Alter. Das ist irgendein Unterschied. Alter! Ja, wenn wir dann Game Over gehen, bloß weil du zu wenig Bananen eingesammelt hast, dann weißt du, wer schuld ist. Warum sollten wir Game Over gehen? Die haben genug Leben mittlerweile. Die verbrauchen wir schnell wieder. Da hast du schon auch recht. Ich sag dir, in ein paar Parts sind wir wieder Game Over. Möglich. Wir werden es wahrscheinlich hier schon alle brauchen. Du weißt halt von oben, ich muss langsam mal leiser sprechen, weil ich vergesse jetzt, dass wir unter der Woche haben. Hashtag Urlaub. Du weißt halt immer nicht, wenn du von oben runterstürzt. So. The fuck. Ist nicht dein Ernst, wegen der scheiß Banane. Das wird sein. Ey, Mann. Banen sind wichtig. Nein. Nicht wichtiger als ein Leben, aber. Beim Bananen. Münzen haben wir wieder Münzen. Zum Essen, so, aber. Nee. Was hast du gegen Bananen? Sind gelb. Krumm. Etwas Großes, Langes, Gelbes. Ja, es ist von Holy Trinity. Ja, das weiß ich. Weiß ich doch nicht. Ich bin doch voll der True MG-Fan. Okay. Ja, Leute. Wir kommen hier voll weit, weil... Ich schwöre, dass das Spiel ficken. Bitte jetzt sofort auf der Stelle. Nee. Alter, 97. Da haben wir noch drei Münzen rein. Wie hatten wir eigentlich so wenig... Warum hatten wir so wenig Bananenmünzen? Werden die nicht gespeichert? Ja, wenn... Keine Ahnung, wir haben die gebraucht, um Game Over zu gehen und da... um Game Over zu gehen. Um zu speichern und da hatten wir schon keine. Hä, warum haben wir so wenig Bananenmünzen? Es scheint mir so, als wäre das gar nicht so schwer, Bananenmünzen zu bekommen. Ja, vielleicht ist das erst jetzt so einfach. Auf jeden Fall habe ich auch mal aus Versehen Tipps gekauft. Holy shit. Knapp. Du weißt, der Tipps sollte man nicht kaufen. Nee. nee, das war ja irgendwie so extra lives und dann so. Also ein oder zwei Coins oder so wollte ich nicht. Ich habe darauf gedrückt, weil ich dachte, da kriegt man extra lives. Aber dann waren das nur Tipps dazu. Weil so ein Shop gibt's halt. Das sind die KCR dann. Das war auch eine mega nice Änderung eigentlich im Shop. Alter. Wie findest du den Shop in Mega Man? Ich weiß nicht. Es ist halt irgendwie... Ich find's auf der einen Seite nice, weil so einfach an Schrauben kommt, tut man jetzt nicht. An sich. Weil... Hä, warum ist da ein Dixie-Fass? Nee, weil ich das machen muss. Ich muss das Level abschließen. Wahrscheinlich. Nee. Doch. Keine Ahnung. Versuch's trotzdem drauf zu springen, wenn du, ne, weißt schon, nach. Okay, dann Bananen. Jetzt. What? Ach, du musst drücken. Du musst dich draufschleudern. Ja. Yeah. Okay. Okay. Nice. Warum? Ich hab's abgeschlossen, nur ich allein. Ja, genau. Was, warum? Wir haben das Level abgeschlossen. Clubbers Kiosk. Das ist kein Level, das ist so ein Typ halt. Kannst. Achso, das bin ich. Komm aber nicht weg. Ich komm nicht zurück. Stop right there, you scummy swoop. Step on my. On me tall bridge. Step on me tall bridge. And I'll throw you overboard. Das ist ein Troll? Hey, ja, yeah, wir können ihn bezahlen. Nee, bezahlen. Okay. But this way I polish the bridge just for you. GG. What the fuck ist das?
Weißt du, warum wir die Dinger haben? Was die Kremlin ist das? Das ist ein neues Level. Neue Welt. Monkey Museum? Da will ich noch nicht hin. Ja, dann lass dich von dem beleidigen jetzt. Länger können wir ihn nicht mehr aufnehmen. Well, if it isn't our training hero, I didn't expect you to find this place, honey. You must have got lucky. Now that you're here, this here's the Kremlin's lost world, and that big crocodile head in the middle is where you need to get if you're going to finish the silly game properly. But to get there, you have to beat Captain K. Rool and complete all the bonus levels as well. A task I do as well. Beyond, I don't know why I'm doing this, but here some ridiculously cheap hints for this world, which I'm sure you'll be needing as well. Pick a subject. I know everything about this game. Der hat eine alte Arcade-Maschine im Hintergrund. Ich finde es halt so nice, wie der mit dem redet. Der fängt dann einfach an zu jonglieren. Was können wir mit Dingen machen? Das sind Tipps. No, pass off and let me work on my new game design. Okay, das ist eine andere Welt. Ja. Wir haben den ja bezahlt. Können wir die einfach so machen oder machen wir die jetzt? Nee, machen wir jetzt. Wir machen jetzt hier weiter. Wir wollen noch nicht jedes Level abschließen, sondern das Spiel. Ja, schon, aber. Oh, das sieht nice aus. Holy ja, das ist eine Eiswelt. Also habe ich da schon mal gar keinen Bock drauf, wahrscheinlich. Aber es sieht nice aus, schau dir's mal. Rutscht man? Ja. Ja, also habe ich gar keinen Bock drauf. Und da ist ein Porcupine! Das kannst du auch schon mal getrost damit rechnen, dass du die ganze Welt abschließen musst. Alleine. Aber das ist nice. Autsch. Viel Spaß. Game over. Was machst du denn? Das ist eins. Also du willst die Welt nicht machen? Hä, natürlich machen wir die. Aber nicht jetzt. Können wir da auch so wieder rein oder müssen wir warum, wieder hin? Warum sollen wir die andere Welt noch fertig machen, wenn wir hier weitermachen können? Hä, das ist nicht eine neue Welt, das ist eine andere, eine Bonuswelt. Warum? Alter! Was kaufst du denn da jetzt? Ich hab einen hinten gekauft, hast du gesehen. Das kommt doch keine, gar nicht mal raus. Doch, natürlich. Oder hier doch. So. Und dann sind wir der normalen Welt. Das ist eh die nächste Welt. Das ist nicht die nächste Welt, das ist eine Bonuswelt, das hat er doch gerade erklärt. Kannst du kein Englisch? Ja, ich habe nicht aufgepasst, was er gesagt hat. Oh Mann. Hättest du aufgepasst, dann wüsstest du, dass das eine scheiß Bonuswelt ist, die man nur abschließen kann, wenn man da alle Bonuslevel macht, auch in dieser Welt. Ja, okay. Ja, mach halt weiter. Also was jetzt? Ja, dann mach halt jetzt im Slime Climb weiter. Okay. Oh nein. Oh nein. Also wir können uns... What the fuck? Wir können uns am Ende ja entscheiden, ob wir... Alter. Oh, das hat so eine... Das hat diese nice Pirate-Musik. Mhm. Wir können uns am Ende entscheiden, ob wir... Dings machen. Diese Welt, diese Bonuswelt. Ach du Scheiße. Mit Bananen. Also dieses Klettern hier, das hat so ein bisschen was von Donkey Kong. Quatsch. Donkey Kong Jr. Ah, okay. Nie gespielt. Fuck. Ich auch nicht. Okay. Aber das ist genauso in Mario vs. Donkey Kong. Ich will das K haben, verdammt. Kriegst du nicht. Doch, natürlich. Siehst du? Easy. Ja, okay. Alter, jetzt sammeln mal die Bananen ein. Nein. Sonst gehen wir wieder Game Over, Mann. Weißt du, wie ich meine? Bums. Gut ist, dass wir nie unter Wasser müssen. Oh, dein Ernst! Gut. Halt die Fresse. Okay. Irgendwie leckt es gerade bei mir. Mach jetzt hier erstmal einen Speedrun durch. Alles klar, du bist sehr gut. Ja, ich sammle ja die Bananen ein. Ja, warum denn? Ja, weil das Bananen sind. Die sind da. Ah, da stirbst du dran! Leute, machen wir nächstes Mal hier weiter. Das war's für Let's Play. Welches Spiel spielen wir hier? Diddy's Kong Country. Diddy's Kong Country, Donkey Conquest. Donkey's Conquest of Paradise. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.